Tag für Tag für Tag überraschen mich die Sterblichen. Ich ahnte bereits, dass die Anhänger des fairen Schinders Borberat sich erneut erheben würden. Und auch die schnelle Bereitschaft von jenen, die den göttlichen Funken des Horas waren, sah ich kommen. Nicht jedoch, dass ausgerechnet die Diener des Rattenkindes im Angesicht des Sternenfalls Humor beweisen würden. Und ganz bestimmt nicht, dass die Brüder und Schwestern vom zweiten Finger Zars eine Wiedergeburt erleben würden. Und was ist das? Die Kinder des einhorngestaltigen Nandus, für die Wissen nie frei genug sein kann, sprechen mit den Kuratoren, die altes Wissen bewahren und wegschließen wollen? Und wer ist das? Was geschieht denn hier? Interessant. Nun tretet ein, Kurator. Ich bin der Spielchen satt. Dann seid ihr ebenso halb blind wie der Herr der Weisheit, dem ihr nachzuhaschen sucht, Ketzerjäger. Durch unser Spielchen gewährte ich euch die Chance auf dieses Treffen. Ihr solltet mir dankbar sein. Salasandro, Siren stehen! Bei Nandus, ich hätte erwartet, dass hinter eurer kleinen Sekte ein größer Geist steckte. Unsere kleine Sekte verhalf einst dem Horas auf den Thron. Ihr schmückt euch mit den Perlen eurer entfremdeten Vorgänger. Die entsprechenden Hüter des wahren Glaubens und die Wahrer des göttlichen Funkens sind euch nicht loyal ergeben, egal wie eure Kuratorensekte einst gegründet wurde. Nun raubt ihr Artefakte der Allgemeinheit und vergesst nicht, wer Hela Horas einst absetzte. Ihr wart es bestimmt nicht. Genau, so ist es. Ihr sprecht in unserem Sinn. Wir wissen, was durch die Expeditionen geweckt wurde, die nicht zuletzt auch von der Nanduskirche beauftragt wurden. Es war naiv von euch, der Allgemeinheit so viel Vertrauen entgegenzubringen, wo doch selbst die Besten unter uns an dieser Macht bisher scheiterten. Also gebt ihr zu, dass ihr die Artefakte nicht versteht. Nicht versteht, welch Potenzial zur Verbesserung für unser aller Leben im Wirken der Alten verborgen liegt. Die Alten, hinter euren Floskeln verbergen sich doch nur die Mitglieder einer fast vergessenen Spezies. Achäer, Baschuriden, nennt sie ruhig bei ihrem Namen. Und ja, wir haben gelernt, die Kuratoren sind unabhängig, verschwiegen und wir sind verantwortungsbewusst. Sicher, ihr habt euch sogar selbst dem politisierenden Adel den Rücken zugewandt, um hinter verschlossenen Türen gänzlich altruistische Expeditionen anzuheuern. Und doch streitet ihr mit mir, statt den wahren Feind zu erblicken, die Libesch. Verehrter Xerwulf vom Berg, auch wenn wir in den letzten Monaten Konkurrenten waren, so habe ich diesem Treffen doch zugestimmt, denn ihr müsst mich anhören. Es gibt Dinge, die sollten nicht, nein, Dinge, die dürfen nicht erforscht werden, Dinge, die weggesperrt gehören. Denn nicht jeder Mensch gehört zu unseren Verbündeten und nicht jeder verfügt über eine so gefestigte Moral wie ich und meinesgleichen oder ihr oder hat die Weisheit des Herrn Nandus so verinnerlicht. Die Baschuriden sind Sterbliche, mit Bedürfnissen von Sterblichen. Ihre Forschung löste Probleme. Und unterschätzt uns nicht. Tut euch wenigstens den Gefallen, euch selbst zu vertrauen. Dann nennen wir eure Lösung. Was ist euer Vorschlag? Ein drittes Auge für alle? Ist es das, was ihr wollt? Verzeiht. Mein Misstrauen muss euch beschämen. Doch die
Verluste, die wir durch die Liberic Celidei davontrugen, kosteten mich mehr als einen Freund. Nein! Verrat! Wache, haltet ihn! Ihr seid ein Verräter! Wie könntet ihr das tun? Haltet ein! Ich wusste nichts davon! Ich schwöre auf unsere Allianz! Ich gelobe Treue zu unserer gemeinsamen Sache! Nur gemeinsam können wir die Liberic Celidei aufhalten! Schnell nun, wir brauchen einen Medikus! Nun kommt, kommt! Ein Hoch auf uns. Jetzt, wo auch unser schwächstes Mitglied sich als würdig erwiesen hat, kann uns nichts mehr aufhalten. Brüder und Schwestern, Liberic Celidei, Hohn den Göttern, Freiheit für alle. Dank des Erbes der Bashuriden werden wir alle unser drittes Auge erwecken können und zu den Göttinnen werden, die immer schon in uns verborgen waren. Alpharan ist tot. Die neuen Götter wandeln hier auf deren. Wir sind es. Du hast dich der Chroniken von Ilaris als würdig erwiesen. Lerne und ermächtige dich. Und dies ist erst der Anfang. Endlich haben wir ein Vehikel für unsere Ideale gefunden. Mada war unsere erste Verbündete und ihr Erbe macht die Bashuriden zu unseren Neuesten. Ein Hoch auf uns! Hoch! Ein Hoch! Ein Hoch! Hoch. Hoch. Liberic Celidei! Ein Hoch! Oh! Wagen es die Sterblichen also erneut, das Schicksal herauszufordern. Ich bin gespannt, was ich als nächstes aufschreiben werde.